Am Freitag, den 26. März 2021, kommt es auf der Oberbecker Straße in Schermbeck-Üfte zu einem Dachstuhlbrand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs gegen 12.25 Uhr wurden am Dach handwerkliche Dacharbeiten durchgeführt. Ja, gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr Schermbeck mit dem Einsatzstichwort Dachstuhlbrand zur Oberbecker Straße alarmiert. Schon auf Anfahrt konnte das Einsatzstichwort bestätigt werden. Ein Dachstuhl brannte im Vollbrand. Zunächst sind wir im Innenangriff vorgegangen und haben versucht zu löschen. Anschließend, als die Einsturzgefahr zu groß wurde, sind wir mittels Drehleiter im Außenangriff vorgegangen. Zur Unterstützung ist nun noch die Feuerwehr Dorsten da mit der Drehleiter, sodass wir mehr Kapazitäten für den Löschangriff haben. Da Bauarbeiten im Gange waren, hat die Polizei die Ermittlungen nun zur Brandursache aufgenommen. Ja, ein Personenschaden ist glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Ja, ein Feuerwehrmann von uns hat einen leichten Schwächeanfall erlitten, er ist mittlerweile aber wieder wohlauf. Hier gehen nun die Löscharbeiten noch weiter, die sicher auch noch einige Stunden andauern werden.